Oh mein Gott. Dieses ganze Stück hier. Ja? Ja. Ja. Ah. Okay, halas. Moin Morgen. Bye. So, wir gehen jetzt ins Numa. Ich habe von einer Bekannten gehört, dass das gut sein soll. Ist italienische Küche und da ich Lust habe auf Lasagne, will ich da jetzt mal schauen, ob es die gibt. Viel Spaß. So geht man hier rein. Es ist schon sehr, sehr schön mit diesem Schild aufgebaut. Sami, sitzt schon, ich bin noch mal aufgestanden, Freunde. Richtig schön hier. Ja, das Restaurant ist schon sehr, sehr wild. Es ist schon wirklich schön. Und ich würde mal sagen, willkommen zur ersten Date Night mit Sami und mir. Ja. Wir haben ungefähr jeden Tag ein Date Night, seitdem wir hier sind, weil wir immer draußen essen. Ich glaube, ich werde eine Quattro Formaggio. Formaggio Pizza nehmen. Quattro Formaggio. Obwohl, warte mal. Okay, wir suchen aus, Leute, und dann. Was isst du? Ich esse Lasagne. 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 Der Besitzer hat mich auch gerade angesprochen, hat gefragt, was wir machen, warum wir filmen, dies, das. Also nicht wirklich lang, es war ein 2-Sekunden-Gespräch. Und so freundlich sind die hier. Er hat gesagt, ja, hey, lass mich wissen, wenn das Video raus ist, dann kann ich es gerne auf meine Page machen und sowas. Sowas feiere ich. Und ich bin noch am überlegen, ob ich Schnitzel esse oder Pizza. Die haben Cocktails, die habe ich übersehen. Ich liebe Cocktails. Nee, Mocktails und Alkohol. Die haben eine richtig große Auswahl an Getränken. Alle Variationen, sogar Mixed Conafa Cocktail. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat Samia gesagt, sie möchte nicht in den Videos sein. Heute macht es so Spaß, mit ihr zu filmen. Man macht die Kamera an und sie redet gerne mit euch, Leute. I would like to have one coconut sour, please. Okay, sour coconut. Yeah, and the lasagna for me. One cappuccino. Cappuccino. No toppings. And I take the escalope Milanese. Fries. And two sides. And what should I take? The gemüse, right? Nee. That's a welcome drink. Thank you. Thank you, so kind. Looks delicious. I take some vegetables. Vegetables aside, yes. This is sauté. Ah, this is sauté. Yeah. Sorry. Okay. I'm from Germany. I'm a little bit loco. Okay, let's go. Wir haben einen Welcome Drink bekommen. Ich schmecke Coconut Milk and I love it. Es schmeckt nach Coconut, Erdbeeren, glaube ich. Noch irgendwas, aber sehr, sehr erfrischend. Was ich hier sagen möchte ist, Leute, dieses Getränk haben wir nicht bestellt. Das haben wir einfach jetzt geschenkt bekommen. Und sowas, natürlich liegt das auch in der Kamera, aber er müsste es nicht machen. Und sowas finde ich einfach, ist eine super Sache. Boah, der riecht ja heftig. Boah. Schmeckt richtig lecker. Sogar die Strohhalme mit dem eigenen Logo. Ja, man, nice. Ist gut. Oh mein Gott. So erfrischend, gell? Boah, ist der krass. Der ist genau gut, weil ich sitze hier in einem Pulli und Weste, obwohl es gefühlt 25 Grad hat. Sieht doch die Weste aus, habe ich. Was haben wir denn heute alles gemacht? Willst du mal den Leuten erzählen? Vielleicht hätte ich Calamari Fritti als Vorspeise nehmen sollen. Du brauchst keine Vorspeise, weil du schaffst deinen Hauptgang nicht. Und du wirst deinen Hauptgang aufessen, sonst kriegst du keine Nachspeise. Wer kennt es? Man lässt lieber den Hauptgang ein bisschen was übrig, damit für Dessert noch Platz ist. Ich esse mein Essen auf, wenn ich noch Platz habe für Nachspeise, dann Nachspeise. Und noch was. Dessert geht immer. Freut euch jetzt auf 2 Minuten Update von Samia, wie es bei uns aktuell hier aussieht mit unseren Umständen, Wohnung, Renovierung, alles. So, was soll ich jetzt sagen? Auf jeden Fall, wir sind insoweit, dass wir wahrscheinlich schon die Böden aus... Also, nochmal. Wir sind jetzt so weit, dass wir die Böden schon ausgesucht haben, weitgehend.
Die Wände, da haben wir noch keinen Maler, der wird aber demnächst, das ist so unnötig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr nichts. Sind das echte Blumen? Mhm. Sind echte Blumen, weil da ist auch eine Fliege drauf. Sieht man die Fliege? Ich glaube, das ist Frühlingsrolle mit Gemüse, dann Rucola und ich glaube, das sind Mozzarella-Sticks oder Potato-Sticks. Tahina-Soße? Oder? Ich glaube, das ist Salsa. Ich glaube, so Honey. Ist das Tahina? Mhm. Mozzarella-Sticks. So Balsamico-mäßige Soße. Mit dem, oder? Boah, die Mozzarella-Sticks sind so lecker. Oh? Boah, die sind ja richtig. Gib mir meine Gabel wieder. Die sind krass. Oder sind das... Ja, das ist Käse, Mozzarella, gell? Das schmeckt mir eine gute Pizza gerade, boah. Randy bereut gerade, dass er keine Pizza genommen hat, als wir den Holzofen entdeckt haben. Ja, Mann, Leute, da hinten links ist ein Pizzaofen. Ich weiß nicht, welche Soße ich besser finde. Ich finde die sehr interessant. Mhm. Hat noch nie so eine... Das ist eine Balsamico-Soße. Balsamico-Cremesoße, ich weiß aber nicht genau was. Sehr, sehr lecker. Richtig lecker. Richtig lecker. Pasterma. Das ist ja sehr cool. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ist Pasterma, aber ich weiß es nicht. Hast du jetzt den letzten Mozzarella-Stick genommen? Das Coole ist hier, die mixen so ein bisschen italienische Küche mit so einheimischen Sachen. Das ist also schon richtig nice. Kann es nicht einfach sein, dass das Dressing für einen Rucola ist? Nee, gell, sondern es ist eine Soße. Zu 100% ist das Dressing für die Rucola. Echt? Zu 100%. Das hier und Samias geschenkt. Ja. Gutes Konzept, italienisch und ägyptisch zu mischen. Was man sagen muss, ist, dass die Sachen, die gebracht wurden, richtig frisch schmecken. Das finde ich, muss ich schon sagen. Wow. Shukran. Okay, ich soll euch mitteilen. Thank you. Thank you. Ja, thank you. Sieht richtig schön aus, gell? So schön angerichtet, oder? Mm. Nicht, dass er auseinanderfällt. Echt jetzt? Oh mein Gott. So gut. Ich übertreibe echt nicht, gell? Ey, wie gut schmeckt diese Lasagne, bitte? Ich weiß es nicht. In Deutschland esse ich ehrlich gesagt, muss ehrlich mit euch sagen, keine Lasagne, weil ich kein Schweinefleisch esse. Aber nicht aus religiösen Gründen, einfach so. Und deswegen freue ich mich gerade so, dass ich Lasagne essen kann, endlich. Und die schmeckt so gut. Oh mein Gott. Kann man gar nicht beschreiben, wie gut. Erfolgreiche Date Night, wenn dein Essen schmeckt. Nee, ich muss erstmal diese Pommes hier probieren. Lecker. Weil ich sehe heute selber aus wie eine Pommes. Wenn auf den Pommes diese roten Punkte von der Würze zu sehen sind, dann weiß ich, das wird gut, Leute. Das wird gut. Jetzt probiere ich mal diese Lasagne. Samia kriegt sich nicht mehr zusammen jetzt. Das ist meine Gabel, Freunde. Boah. Wie geil die schmeckt. Parmigiano, Parmigiano. Weißt du, was ich gedacht habe bei der Lasagne hier, gell? Mhm. Siehst du, dass da die Nudelschichten so gut zu sehen sind? Ja. Ich habe gedacht, die sind voll hart und knusprig. Nee, die sind richtig weich und lecker. Diese einzelnen Schichten der Nudeln merkst du, gell? Es sieht Chrissy Crossy aus. Weißt du was nicht? Du weißt, was heißt, wenn ich sage Chrissy Crossy, oder? Chrissy Crossy. Wir probieren jetzt Schnitzel in Ägypten. Willkommen an meinen Tisch. Hier gibt es ein bisschen. Komm mal hier, zeig mal dieses Chrissy Crossy Schnitzel her. Oh mein Gott. Dieses ganze Stück hier, ja? Schau mal, wie dünn. Ich könnte damit meinen kleinen Zeh abschneiden, so dünn ist es. Warum will ich meinen kleinen Zeh abschneiden? Wow. Marie würde jetzt sagen, hands down, das ist das beste Schnitzel, was ich je gegessen habe. Man sieht, die Panade ist ein bisschen anders, das ist übertrieben nice. Das ist genau mein Film. Schau, wie dünn
wie dünn, wie knusprig. Ich küss nur mal sein Herz, Alter. Lecker kann man sagen. Erfolgreiches Date Night, herzlichen Glückwunsch. Sami hat Hunger. Tschüss. Aber Schnitzel schmecken wie Wiener Schnitzel, ist ja logisch. Nee, den haben wir nicht erwartet. Und es ist kein Wiener Schnitzel, es ist ein Eskalon. Ja, ja. Ein dicker Haufen Rucola auf einem Schnitzel, ja, oder Eskalopp, so nennt man das hier. Wenn diese Panade jetzt nicht gleich hier drauf geht, ich weiß nicht, was passiert. Ist schlechtes Restaurant. Rucola und Schnitzel ist wirklich, es passt einfach übertrieben nice, übertrieben. Die Kombination. Super Laden, ey, super Laden. Bist du zufrieden oder gibt's was zu meckern? Ist der Fokus in diesem Video wieder zu viel auf Essen für dich? Sollte er mehr auf Date Night liegen? Ja, sollen wir so Essen Szenen machen mit schöner Nein, Musik? Nein, hör auf, lass mich los. Wir gehen wahrscheinlich eh nochmal runter, die Treppen hier. Randy Rautischer und ich nehmen dann den Cocktail, den ich mir ausgesucht habe vorhin. Aber sie macht. Ich habe hier eine Locke, die komisch ist. Schau mal, wie eine Antenne. Schau mal, bei mir auch wieder Antenne. Ich muss zum Friseur wieder. Netter Chef, oder? Ja. Und Respekt, was er sich hier für einen Laden aufgebaut hat. Und er hat gesagt, er macht demnächst einen neuen Laden in New Cairo auf. So, Freunde, hier haben wir einen leckeren Cappuccino. Hier haben wir eine leckere Shisha. Was hast du hier? Kokos Sauer, gell? Kokos Lemon. Schokran. Macht man das hier nicht? Hä, die machen hier immer, die Ägypter machen so. Die schmeißen Bussis auf dich. Alle Männer machen das. Echt? Ja, als ich Kunafa testen war, die haben immer so Bussi zu mir gemacht. So, du bist ein sehr netter Mensch. Das finde ich voll süß. Story oder ich so. Bin Vapor. Kennst du die Leute, die vapen und dann so Ringe machen und so Tricks und Tornados? Was habe ich dir gesagt? Oh my gosh. This is crazy. Wow. Ich glaube, ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich habe noch nie so einen leckeren Pina Colada, also Virgin Pina Colada getrunken, weil es schmeckt so frisch und nice und oh mein Gott und oh mein Gott. Vape Tricks by Randy. Warum darf man nicht öffentlich sagen, dass man Leute feiert? Warum darf man das nicht? Nada und Luisa schon. Nada und Luisa feiern wir hart, Leute. Ich sage euch ehrlich, Nada und Luisa, herzlichen Glückwunsch. Es macht voll Spaß, sich selber beim Rauchen zuzuschauen. Rauchen raus. Ist nicht unter 16, 18 Jahre. 18, oder? Smoke weed every day. Spaß. Gib mal einen Schluck. Der ist so lecker. Der Cookie war nicht so gut. Randy hat gerade den Cookie bewertet, der beim Cappuccino mitkommt. So, Freunde, das war's mit unserer Date Night. Jetzt gehen wir nach Hause. Und? Sind wir zufrieden? Yes. Schau mal, was hier für schöne Autos stehen. Ups. Wo sollen wir denn hier rausgehen? Gar nicht. Geh dazwischen. Schaut euch noch mal an. Numa. Schaut mal, wie süß dieses Restaurant aussieht. Viel los. Schön, eh? Was sagt ihr? So sieht Kairo aus. Tags, nachts. Den kennen wir, den Bre. Der hat mir leckeres Kunafa gemacht. Küss sein Herz. Vielleicht droppen wir am Sonntag mal ein Video, wo wir einfach mal ein paar Fragen zu uns beantworten. Da wurde jetzt hin und wieder mal in den Kommentaren einfach gefragt, so hey, wie lebt ihr, wie könnt ihr euch finanzieren? Die Frage, was Geld ist, die ist echt sehr interessant, ich weiß. Und dann werden wir mal ein paar Fragen beantworten. Ich wollte mir damit eigentlich ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber uns freut es natürlich, dass die Anfrage oder Nachfrage dafür schon da ist. Und dann versuchen wir auch ein paar Sachen zu beantworten. Wir bedanken uns für den Support. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal bei einer Date Night von mir und Samir dabei zu sein. Ein bisschen privater. Und ja, wir versuchen euch trotzdem viel teilhaben zu lassen. Gibt es noch was zu sagen von deiner Seite, Schatz? No. Wie immer. Was soll ich nur sagen? Okay. Du bringst mich immer. Ja, natürlich. Du hast immer das letzte Wort. Ja, wie stimmt. Privat, wie vor der Kamera, wie immer.
Liken und Kommentieren nicht vergessen. Bussi, wir sind raus. Tschüss. Good night.